Hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Mirage. Let's Play mit Captain Reliok, das ist mein Motto. Ja, wir wollen jetzt hier erster Befehl ausführen und wir wollen den Al Ghul herauslocken, um ihn dann letztendlich auch zu killen. Das ist unser... So, wir haben hier schon zwei Möglichkeiten. Ich probiere jetzt mal einfach eine von den beiden aus. Was verzögert deine Abreise, Sadiq? Jemand namens Mesut hielt es für nötig, meine Waren zu begutachten. Also warte ich nun. Was glaubt er, wer er ist? Was hast du denn dabei? Ich frage nur, damit ich es für dich holen kann. Das würdest du tun? Es wäre mir ein großes Vergnügen, diesen Mann zu verärgern. Es geht um eine Kiste mit Seide und Gewürz. Bereite dein Kamel vor. Ich sehe, was ich tun kann. Wenn ich diesen Händler zum Gehen bewegen kann, könnte sein plötzlicher Aufbruch El Ghul herauslocken. Okay, ich habe rausgefunden, da einfach so durchspazieren geht schon mal nicht. Mmh. 96 Meter. Kann man denn einfach hier so rüber? Nee, auch nicht. Dann haben wir noch einen Geheimeingang gefunden auf der anderen Seite. Okay, ja, versteck dich mal da. Eine Kiste mit Seide und Gewürzen. So viele davon kann es hier nicht geben. Gehe in Frieden. Okay, da ist jemand. Da ist jemand. Hier unten. Ich soll doch. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Hey! Ah, das ist aber auch schwer. Meine Güte. Scheibenkleister. Okay, also innen drin. Damit. Kann ich einfach hier über die Brüstung? Nein, kann ich nicht. Natürlich nicht. Vielleicht darüber? Geht das? Das geht.
Ich werde sterben. Nur ein Fehler, du Hund! Ich werde sterben. Ich gehe sofort. Eine Kiste mit Seide und Gewürzen. So viele davon kann es hier nicht geben. Hey, was? Ruhe. Des Karawanenhändlers sein. Okay. Sehr gut. Okay. Das war jetzt eine Variante. Schon ganz schön angeschlagen. Kann man hier ein bisschen essen? Ja, kann ich. Ja, nun. Ah. 83 Meter. Du schaffst es.
Ich mach lieber einen kleinen Bogen. Nicht, dass das jetzt noch abbricht. Ist es das, was ich denke? Ist das deine Kiste? Ja, tatsächlich. Die Wachen haben sie dir gegeben? So könnte man sagen. Sehr gut, sehr gut. Ich muss dich entlohnen. Du siehst aus wie ein Mann, der gerne isst. Wie wäre es mit ein paar Gewürzen? Heute nicht, nein. Aber ich möchte dich bitten, lauthals deine Abreise zu verkünden, sodass Mas'ud es bemerkt. Ha, wir sind Brüder im Geiste. Ich danke dir, Sadiki. So, die Folge dem Karawanenvorsteher. Okay. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Spannend ist das ja allemal. Jetzt kein Taschendiebstahl. Geht's noch? Vergesst mich einfach. Eine merkwürdige Sache. Möglicherweise gereicht mir das zum Vorteil. Das wird euch nicht gewonnen. Ich will euch glücklich stimmen, Freunde. Nehmt euren Preis. Ich enttäusche euch nicht. Mein Ziel ist, dass ihr oft wiederkehrt. Deshalb lege ich noch etwas drauf, damit ihr rundum zufrieden seid. Scheiße. Oh. Ach, schlechter Moment. Scheiße, Mann. Scheiße, warum ist der nicht tödlich, der Wurf? Lüger kämpfen. So, angeschlagen ist er ja schon. Nein, jetzt springt er runter. Ah, oh, das ist doch nicht zu fassen. Okay, okay, zweite Chance. Zweite Chance. Es ist, it's in a game. It's in a game. Wie komme ich denn da hin? Warum denn das? Vielleicht einmal. Ach, das Spiel ist zum Kotzen. Das ist doch zum Kotzen.
Man darf den auch nicht einmal aus der Gruppe hier verlassen. Ah. Gereicht mir das zum Vorteil. Das wird El Kul nicht verborgen. Wollt ihr welche von diesen Schönheiten? Komm raus und sieh zu. Heid, nicht wahr? Da ist er. Werden eure Erwartungen nicht erfüllt? Gibt es eine vollständige und unkomplizierte Entschuldigung? Ja, super! Alter Schwede! Okay. Haha. Mann, Hitman lässt grüßen. Hass nach innen, Masud. Deine Bosheit war es, die dich hierher führte. Bosheit? Wem gegenüber? Den Unerleuchteten? Den Schwächlingen, die ihr Los selbst wählten? Es ist unser göttlicher Wille, über sie zu herrschen. Unsere Pflicht, ihren Beitrag einzufordern. Ihren Beitrag wozu? Zu dem, was sein könnte. Das Wissen darüber ist unter diesem Sand hier vergraben. Manches sollte auch dort bleiben. Nein. Das sind Gaben, dazu bestimmt, geborgen zu werden. Sie sprechen zu uns, wie du sehr wohl weißt. Was? Oh ja, du magst ein Verborgener sein, aber nicht nur. Ja, dafür ist Zeit, ne? Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Ich muss bestimmt flüchten. Ich werde sterben. Oh Mann. So, wenn du dich nicht mehr kannst du mit die alten Telefone auslösen. Ach so, eine Attentatssequenz. Okay.
Okay. Attentatsequenz. Ja. Interessant. Basim. Okay, wir haben es geschafft. Sinnen. Super cool. Die hartnäckige Suche El-Huls auf Kosten menschlichen Lebens ist beendet. Dies ist ein Tag des Sieges. Nicht nur für jene, denen seine Grausamkeit erspart bleibt, sondern auch für die Verborgenen. Der große Plan des Ordens in Bagdad mag weiterhin ein Rätsel sein, aber zumindest sind wir nun sicher, dass die Rolle El-Huls entfällt. Ich glaube, was er bergen wollte, waren mehr seltsame Objekte wie jenes, das ich aus dem Winterpalast geholt habe. Was will der Orden mit diesen Relikten der Vergangenheit? Und warum werden sie so streng bewacht? Du beginnst, die richtigen Fragen zu stellen, Basim. Wir werden die Antworten gemeinsam finden. In letzter Zeit habe ich nichts als Fragen. Wovon sprichst du? Egal. Vergiss, was ich gesagt habe. Wie soll ich dich anleiten, wenn du nicht offen sprichst? Ich hatte mit Albträumen zu kämpfen. Darin wurde ich von einem Djinn gequält, bis ich panisch und schweißgebadet erwachte. In aller Mut hatte ich ihn fast vergessen. Aber als ich El-Ghul tötete, spürte ich wieder seine Gegenwart. Und ich kann mich nur fragen, warum? Warum hier? Warum jetzt? Warum ich? Ein Meer an Fragen und keine Antworten. Ich wollte es dir sagen, aber... Du hattest Angst, ich würde dich für willensschwach halten. Wir sind nur so schwach, wie wir es uns selbst erlauben. Um eine Schwäche abzulegen, musst du das Nötige tun, um die Ursache des Schmerzes zu überwinden. Erlaubst du mir eine kurze Pause? Ich will eine alte Freundin aufsuchen. Nihal, ich erinnere mich. Sie ist dir wichtig. Nicht wahr? Ja. Doch in unserem letzten Gespräch sagte ich ihr das Gegenteil. Und das verursacht Schmerz. Also los, heile diese Wunde. Du findest mich im Bruderschaftshaus in Kharbia, wenn es geklärt ist. Okay. Ob das wirklich Nihal war? Ich habe keine Ahnung, wohin sie gegangen ist. Vielleicht nach Hause, nach El-Anbar. Oh, schön, schöner Sonnenuntergang ist das ja hier. Suche zu Hause nach Nihal. Okay, dann müssen wir noch wieder unseren Status loswerden. Und also das war ja was, meine Güte, verzeiht mir, dass ich dann, ich schimpfe dann auch manchmal gerne, wenn es eben nicht so läuft. Das ist ganz normal bei mir, aber das Spiel ist einfach toll, also so ist das nicht. Es gehört auch mit dazu, dass man mal scheitert und so, ich glaube, das ist ganz normal. Und das ist eben auch nicht so ganz so einfach, aber das macht das irgendwie interessant und spannend. Alles klar. In diesem Sinne, euer Captain Riljok, sage ich mal wieder, wie immer so schön in Hamburg, sagt man tschüss. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Alles klar. Dann in diesem Sinne, euer Riljok. Tschüss.